Quest, ein paar Nebenquests und dann was abschließen. Okay. Irgendjemand, der uns hier was geben will? Na gut, dann gucken wir doch erstmal die Nebenquests, würde ich sagen, bevor wir die Hauptquests weitermachen. Und schauen mal, wo es uns hintreibt. In ein zerstörtes Dorf. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach hier das Ding hier noch mit. Wegpunkt war Viereck. Okay. Oder wollen wir die Hauptquest weitermachen? Da müssen wir nach da oben. Na gut, komm. Dann machen wir die Hauptquest weiter. So, dann müssen wir erstmal nach da oben reiten. Nee. So, komm her, Pferd. Plätze. Wir brauchen ein neues Pferd. Plätze verarschen mich. Was ich ja auch geil finde, wir machen die ganze Arbeit und Besemir trinkt da in der Kaschemme seinen Schnaps, ey, wirklich. Lauf, Plätze! Sollte erstmal auftauchen, aber gut. An die zuständige Stelle auf Befehl des Legionskommandanten. Die Männer, die diese Nachricht bei sich haben, sind nordwärts zum Grenzen bei Ochsenfurt zu eskortieren, wo sie von einer redanischen Division erwartet werden. Als Temeria-adliger Abkunft stehen sie unter besonderem Schutz. Ihnen darf kein Haar gekrümmt werden. Was sie bei sich tragen, ist ihr eigen Hab und Gut und soll in ihrem Besitz verweilen. Jegliche Missachtung des Befehls wird von einem Standgericht geahndet. Randall Wittgenberg. Keine Ahnung. Hey. Der wollte mich hier rauslassen. Die Sau. Wo ist denn eigentlich hin? Der Pfeil sagt mir komplett was anderes. Was ist denn eigentlich hin? Will der denn in die Richtung? Achso, ich habe noch den Wegpunkt gesetzt. Oh. Hey! Okay. Plätze. Plätze. Beweg dich! Mensch. Oh, Plätze. Komm schon! Was ist das für ein Pferd, Junge? Ey, der da macht dann die richtig. Also, das ist schon mal besser als ich. Bei der Bundeswehr musst du mal klatschen.
Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Ja. Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Die würden mich doch nicht reinlassen, wenn die keine Arbeit für uns hätten. Naja. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Ah, schrei mich doch noch an, Junge. Du musst gerne schlagen, wenn du willst. Colteis Grefian Essanbar. Etop? Der Kaiser wird uns führen. Ebstrede. Geradewegs nach Novigrad. Ein Medeter Stuart ist ein Novigrad. Quatsch mich ja doch Spanisch. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Aha. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? Du Bauer. 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Woher willst du denn das wissen? Rassist. Ich kann es nicht leugnen, ja. Bevor mir das bestellt. Eins oder zwei? Chat, eins oder zwei? Eins, zwei? Dum, 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 dum. Was wollt ihr sehen? Wollen wir es nicht leugnen? Oder will er jetzt was beschlagen haben? Später nochmal. Ja, können wir nicht. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wadger. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Okay. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Na klar. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein. Zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Hör mal auf zu lispeln. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du?
Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Merk mal. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Tötet sie. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Die meisten Jäger im Wald sind seltsam. Tomira und Mislav. Danke. Esso und Jagden. Genau. Gesundheit. Ist das Stehlen? Hast du es gesehen? Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Muss deine Brille da noch lange auf der Nase tragen? Zeig mir deine Waren. Okay, das können wir uns alle... Na gut, wir könnten uns leisten, aber wir können es noch nicht anlegen. Wir sind gerade mal Stufe 1. Naja. Die Brille ist eigentlich relativ egal. So. Wo sind denn die beiden? Müssen wir jetzt hier wieder eine halbe Weltreise machen, oder was? Ach du Scheiße. Schon von der Freeheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Du stehst hier aber schön. Bei Dammern. Weiter weiß, Bilder in Arbeitskreis. Stellt sie alle vier um. Alles klar. Luir in Herzherr! Genau. Was ist das? Achso. Der bewachte Schatz. Den könnten wir auch gleich mal holen, ne? Wir bräuchten mal ein neues Schwert. Das wäre nicht schlecht. Gesucht. Auf Befehl von Kommandant Peter sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbung entgegen. Der neue Ort. Donnerstag sind alle Bauern der Umgebung eingeladen, Kommandant Peter Gwynleif zum Thema der Gesetzgebung sprechen zu hören. Na, ich glaube, ihr meine ich. Zusatzration gibt's auch. Und ein Deserteur ist gesucht. Scheint keine Arbeit für uns. Aber vielleicht haben wir einen neuen Ort entdeckt. Wenn ihr da diese Sachen immer einsammelt, ne, dann kann es sein, dass auf der Karte so ein Fragezeichen mal aufgedeckt wird. Und dann haben wir mehr Informationen, was uns da erwartet. Ist aber selten.
Ne? Sowas wie Deserteur gesucht zum Beispiel, ne? Da kann dann quasi das Versteck aufdecken. Jo, hier ist ja gar nichts los. Jemand zu Hause? Hallo. Muss wohl auf der Jagd sein. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Ja, dann bemühen wir doch mal unsere Katzenaugen ab. Wo ist er denn hin? Das ist bestimmt Kackenjagen im Wald. Das sehe ich doch schon. Guck mal, da ist er. Da kackt er. Nee, doch nicht. Hallo. Bist du Mislav? Psst! Hörst du das? Ja, der Tätowierung am Arm. Wölfe? Hat er bestimmt selber. Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Okay. 1-0 für ihn. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Ach, ist ja ganz schlauer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Guck. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Gucken sie beide verträumt da nach links, ey. Das ist super. Na klar. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Genau. Er tötet. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Ich bin Hexer, ich kann leise. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Zu spät. Noch ein Angriff. Wo denn? Dieter. Du kennst ihn? Nicht Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ja, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Mhm. Ja, damals konnte er gut singen, ja. Mit dem Thomas Anders. Habe ich auch gehört. Er hat so eine Kette getragen. Das interessiert uns eigentlich Tut mir leid. Hoffentlich habt ihr euch nicht zu nahe gestanden. Nein, überhaupt nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Na ja, der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Das haben viele gesagt.
jetzt sind sie. Schöne Sterne, ja. So eine schöne Welt, wirklich. Also ein bisschen grausam, aber schön. Hier war's. Hätte ich jetzt nicht erraten. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Hat der jetzt einfach mitten im Satz aufgehört zu reden? Der ist wirklich ein bisschen seltsam, oder? Nichts zu trauern. Sie waren Nilfgaarder. So viel zu neutral. Sie waren Jungs wie die unseren. Nur in schwarzer Rüstung. Okay. Jetzt Weidmanns Heil. Tschüss. Alter. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Ja. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Böser Greif. Was ist denn mit den los da hinten? Ein Lager? Die machen mich ja ganz nervös hier. Jetzt her oder nicht? Nein. Also, ich muss doch, glaube ich, in die Richtung. Ja. Oh ja, klar. Verdammt, bist du hässlich. Sinne sagen jetzt hier nichts mehr. Ach da. Okay. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Okay. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Ja, sieht doch richtig lecker aus da. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Gut, dass er das erkannt hat. Vielleicht auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, Huhn, aber ich glaube, das ist zu klein.
Fasan? Okay. Den habe ich auch nicht gesehen. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tja. Forensiker. Jetzt gehen wir mal los hier. Wunden. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Okay, schlau. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Nee, das Männchen ist bestimmt 20 Jahre älter. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ja. Ich wäre auch ein bisschen sauer, wenn jemand den Druck hier erlegt hätte. Aber nur ein bisschen. Guck mal, Greif. Hier gibt's Geld. Gibt's hier noch mehr? Geld, Geld, Geld. Geld, 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 Geld. Gib mir Geld. Okay. Leider nichts mehr. Dann von Abend. Leder. Gibt's noch mehr? Okay. Der Fiesig jetzt nicht. Wie gesagt, Leute, wenn ihr wollt, dass wir mal eine Lesesession machen oder so, einfach schreiben. Und dann plane ich das. Und dann können wir gerne mal eine Lesesession machen. Und uns alles durchlesen, was hier so steht. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen.